Jawohl, ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Jetzt kann ich Mikro wieder ein bisschen runterschalten. Das ist hier die Verknüpfung mit Bluetooth und so weiter gewesen. Alle möglichen Einstellungen wieder ausmachen. Ja, jetzt könnt ihr mich hören. Jetzt kann ich auch hören, dass ihr mich hören könnt. Das finde ich ja wunderbar. Es klappt. Das sind die Herausforderungen von unterwegs, wenn man sagt spontan hier, ne? Ich habe ja, ihr habt es bestimmt schon gemerkt, heute Morgen ganz kurzfristig schon auf 5 nach eingestellt den Raum, weil ich schon gemerkt habe, oh, das wird alles sehr knapp. Wir haben nämlich irgendwie keinen Zwischenstopp. Wir sind durch Baustellen durchgefahren und so weiter. Und es gab keine Stelle, wo wir anhalten konnten, um die Technik aufzubereiten für euch. Und dementsprechend alles ein bisschen hektisch. Aber wir haben es geschafft. Yeah, auch das haben wir überwunden. Wie cool ist das denn? Ich freue mich riesig. Ja, wir sind nämlich jetzt gerade, wir sind gestern aufgebrochen von Bodrum und sind jetzt in Richtung Çanakkale auf dem Weg und wollen dort nochmal einen Zwischenstopp machen, um auf eine Insel zu fahren, mit dem Boot rüber, mit dem Schiff rüber zu fahren. Und zwar ist das die Insel Bozjaada, die ist irgendwie wohl auch ganz bekannt und so weiter. Ich war da noch nie und da wollen wir heute nochmal quasi hin und mussten dann auch mit den ganzen Herausforderungen hier die Nacht durchfahren, um einigermaßen rechtzeitig anzukommen. Die haben nämlich nur bestimmte Zeiten, wann man dann mit diesem Ferryboat sozusagen rüberfahren kann. Und wir müssen gucken, dass wir nachher auch echt pünktlich dann irgendwie da sind, dass wir die letzte Fähre nicht verpassen, die auch irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie vormittags noch geht. Also schauen wir mal, dass wir das alles gut hinbekommen. Ist alles ein bisschen aufregend gerade. Und ja, und das ist aber auch letztendlich, passt das ja wunderbar zu dem Thema, nämlich digitales Lagerfeuer. Unverblümte Stories haben die digitalen Lagerfeuer. Und es geht heute darum, in 84 Stunden mit dem Tesla zum Bosporus. Alles Quark oder was? Ja, die Frage kann man sich natürlich durchaus stellen, denn es ist im Unterschied zu einer normalen Fahrt, in Anführungsstrichen mit dem normalen bisher bekannten Auto, dem Verbrenner, doch schon eine ganz schöne Umstellung. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, gibt es eben größere oder kleinere. Also ich finde, ich kann, denke ich, resümierend erstmal so sagen, dass wir schon wirklich innerhalb von Europa sehr, sehr gut durchgekommen sind, dass es überhaupt gar keine Herausforderungen gab in dem Sinne. Also da sind wir offensichtlich mit den ganzen Ladesäulen und so weiter schon so gut aufgestellt, dass das alles kein großes Abenteuer mehr ist, auch wenn man das vielleicht kaum glauben mag. In der Türkei sieht das alles ein bisschen anders aus, weil es hier eben ja keine Tesla-Charger im Moment gibt, sondern die normalen Ladesäulen. Davon gibt es welche, mit denen man schnell laden kann und es gibt welche, mit denen man langsam laden kann. Und wir sind zwar stets bemüht, sozusagen immer diese Schnelllader zu finden und da auch anzukommen. Das funktioniert dann innerhalb von 1,5 Stunden, das ist in Ordnung. Aber es klappt halt eben nicht immer, weil es nicht immer überall was gibt. Dann muss man zwischendurch vielleicht auch mal langsam laden und dann schauen, wie man dann auch wieder weiterkommt. Und dieses langsame Laden bedeutet bei unserem Auto jetzt ungefähr 6 Stunden. Das ist natürlich schon auch eine lange Zeit. Also wenn man jetzt irgendwie nachts die Möglichkeit hat, über Nacht irgendwo das Auto zu laden, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Thema. Kann man schlafen und morgens ist das Auto geladen. Aber wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, so wie wir gerade, wo man dann eben von einem Ort zu dem anderen und dann noch mit bestimmten Zeiten hinten dran, dass man sagt, die letzte Fähre fährt dann und dann und wir müssen dann rechtzeitig da sein, dann wird das eben doch zu einer Herausforderung, wenn man nicht unbedingt 3 Tage vorher anreisen möchte, um auf jeden Fall rechtzeitig da zu sein und. Aber das wollten wir ja jetzt auch nicht. Wir wollten ja trotzdem so viel wie möglich auch Strandzeit genießen. Und wer Strandzeit genießen möchte, möchte natürlich nicht 1 oder 2 Tage vorher schon aufbrechen. Wir sind ja eh schon vorher losgefahren, damit das alles jetzt aufgehen kann. Und insofern, es ist letztendlich ganz, ganz spannend. Vor allem, wir haben ja diese Woche jetzt ganz viel darüber gesprochen, über Entscheidungen. Und auch das letztendlich, finde ich, passt wunderbar in diese Woche rein zu dem Thema Entscheidungen. Denn es war letztlich eine einzige Entscheidung. Die Entscheidung, fahren wir mit dem Auto, wagen wir es oder nicht? Und auch hier stand wieder im Vordergrund das Was der Entscheidung und nicht das Wie der Entscheidung. Das heißt, wir haben zuerst entschieden, dass wir mit dem Auto fahren werden, dass wir uns auf
dieses Wagnis einlassen sozusagen und haben dann erst im zweiten Schritt geguckt, okay, was bedeutet das alles genau für uns? Wie können wir das gestalten? Welche Strecke müssten wir dann langfahren? Funktioniert das überhaupt? Und wie können wir es möglich machen? Was brauchen wir auch an Ausstattung, um das möglich zu machen? Und wir haben tatsächlich auch einiges nochmal zur Sicherheit hier nochmal auch nachgerüstet, in Anführungsstrichen. Also wir haben zum Beispiel so ein ein Solarsystem uns angeschafft, so ein mobiles, dass wir, falls wir irgendwo liegen bleiben sollten, auch noch die Möglichkeit haben, ein paar Kilometer noch weiterzufahren über unser solargenerierten Strom hier im Auto selbst. Und das ist alles relativ spannend gewesen, da auch nochmal zu gucken, ne? Da können dann wirklich auch so, keine Ahnung, 16 bis 20 Kilometer, die es dann noch extra geht, die können dann auch schon echt viel wert sein. Beziehungsweise dann kam ja noch die Entscheidung zu sagen, wir setzen das Ganze hier fort, auch mit Clubhouse und so weiter und so fort. Und wir werden eben auch, so wie heute, Zeiten haben, wo wir gerade im Auto unterwegs sind und wie kann man das möglich machen. Und auch da ist natürlich diese Stromanlage, die wir zum Selbstgenerieren von Erzeugen von Strom, die wir im Auto haben, natürlich perfekt, weil die jetzt natürlich auch zum Beispiel sicherstellt, dass mein Rode-Gerät hier überhaupt funktionsfähig ist, weil das läuft ja normalerweise nur mit Strom, sodass ich meinen Strom jetzt gerade eben von dem Gerät ziehen kann. Und wir haben uns letztendlich dann für ein mobiles entschieden, weil wir gesagt haben, naja, das ist doch wunderbar, dann können wir das auch zu Hause, auch im Herbst, wenn Deutschland vielleicht hier oder da auch mal Strom ausfällt, auch noch einsetzen. Also insofern haben wir gedacht, lässt sich das doch wunderbar auch kombinieren und haben uns dementsprechend dafür entschieden. Und angefangen von Verlängerungskabeln über was weiß ich was nicht alles, woran man hier alles jetzt an Verknüpfungen auch denken muss, ne? Und ihr habt es ja eben gerade gesehen und dann funktioniert die Technik trotzdem nicht und woran hat es gelegen? Das Bluetooth war noch eingeschaltet, sodass ich automatisch über das Automikrofon spreche und wir haben es gemerkt, weil ich die Tür mehrfach auf und zu gemacht habe und dadurch hat sich bei euch einmal der Ton eingestellt und dann war er wieder weg. Also man sieht, man kann hier schon einiges mitmachen. Die Frage stellt sich natürlich auf der einen Seite, möchte ich dann trotzdem sowas, ich meine, das ist ja jetzt etwas eher Außergewöhnlicheres, das ist wahrscheinlich jetzt nicht 0815, dass man, wenn man mit dem E-Auto fährt, dass man dann unbedingt auch mit so einer Ausstattung los muss, wie bei uns das jetzt der Fall gewesen ist, die Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber es ist ja durchaus denkbar, dass eben zum Beispiel, Laptop oder sonst irgendwas, dass man dann eben auch Sachen mitnimmt, damit man gerade diese Zeiten der Überbrückung, die vielleicht auch bis zu 6 Stunden auch mal gehen können, wenn das je nachdem, auf welche Zeit es fällt und ob man dann eben die Möglichkeit hat, also ob man dann warten muss oder ob man dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, dann in dort irgendwie was anderes auch zu machen. Da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, auch zum Beispiel irgendwie weiterzuarbeiten oder Filme zu gucken oder was auch immer. Und all das benötigt ja letztendlich Strom. Nur wenn wir Strom laden und gleichzeitig wieder Strom benötigen, das ist ja so ein bisschen wie so ein in sich geschlossener Kreislauf. Da möchte man ja eigentlich auch wieder vermeiden, dass man unnötig irgendwie Strom verbraucht. Und so ist es dann schon so, dass man das Verhalten, was man auch hat, durchaus, und das hatten wir letztes Mal auch schon ein Stück weit besprochen, durchaus auch mehr beleuchtet, ne? Dass man zum einen zum Beispiel langsamer fährt, dass man nicht willkürlich die Klimaanlage irgendwie eingeschalten hat, sondern dass man zum Beispiel abends dann auch tendenziell eher die vielleicht mal ein Fensterchen aufmacht oder so, um frische Luft reinzubekommen und ähnliches. Also es heißt, dass wir automatisch ein Stück weit auch unser Verhalten dann entsprechend anpassen, um zu gucken, wie das eine oder andere möglich wird. Also für mich, Resümee, also für uns, es hat auf jeden Fall bisher Spaß gemacht. Also die Reise nach Deutschland steht ja dann in den nächsten Tagen aus. Wir werden voraussichtlich Sonntagabend beziehungsweise Montag früh oder so um den Dreh irgendwann aufbrechen, dann geht's wieder nach Deutschland und von unserer Seite ist so die Erfahrung, ja, es geht. Im Bereich wie vielleicht in Ländern in der Türkei, wo das noch nicht so stark ausgebaut ist, ist es schon noch wirklich eine Herausforderung,
weil wir haben halt eben keine Alternativen. Ne? Das heißt, wenn du irgendwo ankommst und du hast dann einen Schnelllader und wenn der nicht funktioniert, dann stehst du da. Dann kommst du irgendwo anders an, dann gibt es einen einzigen Lader, den normalen Langsamlader. Und wenn der nicht funktioniert, und das haben wir alles heute Nacht gehabt, dann stehst du erstmal da und kommst erstmal nicht voran. Deswegen kann man der dann auch nicht bis auf den letzten Drücker irgendwie und dann in der letzten Minute da irgendwo anhalten, sondern muss ja dann auch schon gucken, dass falls da irgendwas schief gehen sollte, dass man trotzdem noch an die nächste Ladestation käme. Und insofern ist es ja wichtig, dass man immer noch Reststrom auch im Auto hat, dass man noch weiterfahren kann. Und dementsprechend muss das natürlich auch ein Stück weit geplant werden. Und was wir heute Nacht erlebt haben, war, dass es gibt ja unterschiedliche Anbieter, über die man eben Strom beziehen kann. Und wir hatten uns ja für einen entschieden. Es hat auch alles wunderbar funktioniert. Nur heute Abend gab es dann offensichtlich irgendwann einen Ausfall und irgendein Update wurde gefahren. Und durch dieses Update gab es irgendwie kurzzeitig Probleme. Nicht nur bei uns, sondern offensichtlich auch bei anderen, weil da überall die Anrufe reingekommen sind plötzlich. Auch relativ zeitgleich zu dem Zeitpunkt, als wir angerufen haben. Wir waren heute Nacht an drei verschiedenen Ladesäulen, bis es dann wieder so weit war, dass wir wieder laden konnten. Und es lag offensichtlich nicht daran, dass die Ladesäulen kaputt waren. Und das wussten wir aber am Anfang nicht. Ne? Das haben wir dann erst in der dritten dann sozusagen realisiert. Sondern es lag an einem Update von dem Anbieter, das sie gerade gefahren haben, was dazu geführt hat, dass das System sozusagen zusammengebrochen ist und gar nichts mehr funktioniert hat. Und dann haben sie das aber schnell wieder behoben, Gott sei Dank. Sodass wir dann an der dritten Säule, als das dann auch realisiert war, dass es eben offensichtlich an diesem Update liegt, dass es dann auch alles wieder gut war und wir dann auch die Möglichkeit hatten, dort dann zu laden. Und das ist dann diese, ja, eine gewisse Abhängigkeit dadurch, dass es eben noch nicht so verbreitet ist. Also ich meine, bei den Tankstellen haben wir diese Abhängigkeit ja auch, wenn wir Sprit tanken wollen. Aber das realisieren wir einfach gar nicht mehr, weil es einfach so weitläufig schon verbreitet ist natürlich, dass wir uns da gar keine Gedanken drüber machen. Was wäre denn, wenn aus der Zapfsäule irgendwie aus irgendwelchen Gründen plötzlich kein Benzin mehr rauskommt? Also ich glaube, darüber macht sich heute wirklich keiner Gedanken. Obwohl das natürlich trotzdem auch immer wieder sein könnte aus irgendwelchen Gründen, aber nicht, weil es nicht gut ausgebaut ist, das System oder so. Und dementsprechend, das sind also wirklich nochmal spannende Erfahrungen heute Nacht gewesen. Und insofern würden wir sagen, ja, also wir können uns das durchaus vorstellen, auch beim nächsten Mal wieder mit dem Auto zu fahren. Es hat auch Spaß gemacht, weil es entschleunigt auch und bringt auch total viele Spaßmomente durch die Zwischenstopps, für die man sich vielleicht normalerweise gar nicht die Zeit nehmen würde, wo man einfach durchfährt oder man möchte einfach schnell ankommen oder so. Das ist ja schon ein anderes Planen, ein anderes Vorankommen in dem Sinne. Man darf sich dann halt nur, finde ich, bewusst sein, gerade in Ländern wie in der Türkei, wenn man halt weiß, da gibt es dann, da ist es vielleicht noch nicht so weit ausgebaut oder so, da gibt es dann durchaus auch nochmal Herausforderungen, die man mit einkalkulieren muss. Das bedeutet nicht, dass es irgendwie schlimm ist, ne, oder sowas, sondern es braucht einfach auch Zeit. Und diese Zeit, die darf ich mir dann sozusagen auch erstmal nehmen. Und das ist dann wieder Luxus eines Selbstständigen oder Unternehmers, dass wir hier jetzt die Gelegenheit hatten, eben, ne, ich muss mich mit keinem Arbeitgeber abstimmen oder sonst irgendwas, sondern kann hier ganz freizügig, weil ich arbeite ausschließlich online und kann hier ganz freizügig einfach sagen, okay, dann machen wir das und dann fahren wir da los und dann brauchen wir halt 3 Tage statt 2 oder wie auch immer. Und diesen Luxus, den braucht man im Moment schon noch, finde ich. Außer wenn es halt kürzere Strecken sind oder so, aber das war ja jetzt schon eine ordentliche Strecke mit, ich glaube, über 3000 Kilometern insgesamt. Allein schon bis zur Grenze zur Türkei von uns zu Hause. Und dementsprechend, wir können uns das auf jeden Fall vorstellen. Es hat Spaß gemacht. Wir werden es auch weiter tun. Und wir hoffen einfach darauf, dass auch die Türkei demnächst, also hier wird ja schon auch einiges an Tesla-Stationen, ist ja schon gebaut, ist es noch nicht in Betrieb genommen. Wir hoffen einfach darauf, dass das in Zukunft auch kommt und dass wir das dann eben noch einfacher nutzen können. Wie das dann ist, wenn man keinen Tesla hat, weiß ich nicht. Dann hat man ja überall diese Schnelllader und Langsamlader und so weiter. Aber das wird, da bin ich mir sicher, ist das auch relativ vergleichbar möglicherweise, weil ich glaube, in Europa ist es schon die Infrastruktur deutlich besser schon ausgebaut, als es jetzt
in Asien der Fall ist. Da muss man einfach gucken, wo will man hinfahren, wie ist das auch von den, wie viele Möglichkeiten gibt es da. Bei den Tesla-Stationen ist es zum Beispiel so, dass es durchaus 4, 6, 12, 32 Säulen mittlerweile gibt, also dass man wirklich auch keine Probleme hat, da auch einen Platz zu bekommen. Hier jetzt in der Türkei ist es so, dass man wirklich nur eine einzige Ladesäule hat, ja, einen Schnelllader. Punkt, fertig. Und dann gibt es irgendwo anders einen langsamen Lader und Punkt, fertig. Also da, und wenn das Ding halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Oder es ist defekt oder sonst irgendwas, dann steht man halt da. Ne? Also da merkt man schon, dass es schon gewaltige Unterschiede gibt in Bezug auf die Verteilung und Ausweitung. Und wir haben, wo wir aber richtig Glück hatten, ist, da wo wir in Bodrum leben, da gibt es ein Hotel, was quasi um die Ecke ist, und da gab es dann einen langsamen Lader, und das war natürlich perfekt, weil dann konnten wir immer nachts das Auto hinbringen und abstellen dort im Hotel, und nach 6 Stunden war das Auto dann geladen, und das war für uns war das wirklich die absolute Krönung, weil wenn es jetzt irgendwo weiter weg gelegen hätte, dann hätte ja auch sein können, dann hätte es für uns bedeutet, dass man dann eben auch zwischendurch immer mal vielleicht sogar 6 Stunden warten muss, um das Auto wieder mitzunehmen. Also auch das sind so Konstellationen, die wir im Moment natürlich noch nicht beeinflussen können, wo wir so ein bisschen auch vom Glück, sage ich jetzt mal, abhängig sind. Ist letztendlich gut gelaufen alles, und wir gucken mal, wie sich das dann so in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir hier auch sehr, sehr schnell im Fortschritt auch sind, in der weiteren Ausweitung sind. Das ist ja jetzt alles am Laufen, ins Rollen gekommen, und ich glaube, dass auf der einen Seite werden wir solche Hürden in Anführungsstrichen in der Zukunft gar nicht mehr so stark haben. Am Anfang kann es aber noch Stoßzeiten und so weiter geben, weil je mehr E-Autos unterwegs sind, ne, desto schneller dürfen ja auch irgendwie diese Ladesäulen auch aufgebaut werden. Das heißt, auch wenn es jetzt von Tesla zum Beispiel ganz viele gibt, aber wenn ganz viele Menschen immer mehr Teslas kaufen, führt das ja auch wieder dazu, dass die Säulen dann nicht ausreichen. Das heißt, hier muss wirklich auch in einer gewissen Hochgeschwindigkeit auch daran wirklich gearbeitet werden, dass diese Säulen auch überall ausgerollt werden. Ich glaube, das E-Auto an für sich ist überhaupt nicht das Thema. Es ist wirklich die Infrastruktur der Ladesäulen, die hier eine ganz essentielle Rolle spielt. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Mit dem E-Auto kann man alles machen, was man mit einem sonstigen Auto auch machen kann. Also hier gibt es keine Einschränkungen, die wir in irgendeiner Art und Weise erlebt haben. Von daher würde ich sagen, zu der Frage in 84 Stunden mit dem Tesla zum Bosporus, ja, es war eine lange Zeit, hat trotzdem Spaß gemacht, alles Quark oder was, darf jeder für sich selbst entscheiden und bewerten. Für uns war es nicht Quark, es hat Spaß gemacht, wir sind nicht nur ganz tollen Menschen begegnet, sondern auch vielen Tieren und ganz viele Fotos gemacht, viel Familienzeit einfach auch miteinander verbracht, und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch dazu geführt hat, in diesen Räumen das digitale Lagerfeuer ins Leben zu rufen, gemeinsam in den Austausch zu kommen und auch über so Highlights wie der Tesla kann furzen zu lachen. Also von daher glaube ich, ist das Ding hier für uns voll gelungen, hat Spaß gemacht. Und ich denke, damit können wir zunächst erstmal diese Reise abrunden, und letztendlich zum Thema Entscheidungen noch mal ganz kurz. Wir machen uns häufig viel zu viele Gedanken über das, wie kriegen wir das hin. Ich glaube, wir dürfen einfach häufiger wirklich noch mal auf das Was gucken. Was möchte ich eigentlich? Ob das jetzt ein kleines Ziel ist, ein großes Ziel ist, ob es vielleicht erwarten mich ganz große Herausforderungen, aber gibt's im Grunde genommen nicht, sondern es ist immer wieder erstmal die Entscheidung zu treffen und dann loszulaufen und zu gucken, ne, wir haben ganz tolle Erkenntnisse in den letzten Tagen gehabt in den Räumen, wo kann ich starten, was ist der erste Punkt, mit dem ich loslegen kann und so weiter und so fort, und dementsprechend hier dann auch einfach zu schauen.